Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Morrowind. Ja, wir haben hier eine neue Höhle gefunden in der letzten Folge. Die würde ich gerne erkunden und ich hoffe, da sind diesmal nicht wie in der letzten Folge ein Haufen nackter Menschen. Hört sich aber interessant an hier. So, was haben wir hier drinne? So, Klamotten auf jeden Fall. Exklusiver Trank des Auftriebs. Eine normale Flasche. Ich höre hier Leute rumlaufen. So, wieder eine Kiste. Hat sich nicht gelohnt aufzumachen. Warte mal. Gibt's hier überhaupt noch einen Weg weiter? Nope. Oben auch nicht. Okay. Doch ein bisschen enttäuschend die Höhle. Der Wolf kommt in meine Richtung. Wollte mich schon bereit machen. So, welche Richtung gehen wir dann weiter? Ich wollte in Richtung Norden, das heißt diese Richtung eigentlich. Ja, ich muss gegen den Wolf kämpfen und den Bären. Das ist so ein Ich glaube, das ist ihre Höhle. Wann hat die keine Magie mehr? Okay, Magie ist verbraucht. Wer ist denn das? Wer ist das? Flüsehexe. Das ist die? Das ist eine? Grausames Funkenschwert? Wolfshelm? Die Wolfsachen doch mal vielleicht mal mit. Da hinten sind wieder Leute. Aber die sind zum Glück nicht nackt, oder? Die sind nicht nackt. Da haben wir wieder einen Eber, zwei Eber. Oder Wildschweine. Ich sag immer Eber zu denen. Auch in Gothic 3. Sag ich immer Eber. Das sind Bürstenrücken. Für mich sind das Eber. Lass die mal in Ruhe, aber ich will weiterhin in diese Richtung. Oder warte, wir gehen mal in die Richtung. Das müsste eigentlich der Berg sein, wo Miraks Tempel hinkommt. Ach, die schon wieder. So, kannst du aufhören, wie ein Lurker zu fliegen? Ich glaube, das ist der Riedling, der sie wie ein Lurker anhört. Und nicht das Wildschwein. Gab es damals irgendwie, weil das ja beides ungefähr zur selben Zeit rauskam, Gothic 1 und Morrowind? So. Ich glaube, Gothic 1 kam 2001 raus und Morrowind 2002. Wenn ich mich so recht entsinne. Ja, das ist der Berg von Mirak. Das ist der. Ganz klar, der höchste Punkt hier auf der Insel. So. Gab es da damals irgendwie... Da haben wir wieder einen Nackten. Ich werde hier sehr viele Probleme mit nackten Menschen haben in dem Game. Ihr seid bezwungen.
So. Warum sind die nackt? Konnten die nicht wenigstens eine Hose anziehen? So, Berserker. Der hat nur einen Bärenhelm. Hat er die besiegt? Ich laufe in die falsche Richtung. Da wollte ich hin. Weiter in die Insel erkunden. Natürlich noch ein Bär. Da ist ja noch ein Nackter. Warum sind hier überall diese Nackten? Beide tot? Ne, der lebt noch. Wo ist denn der Nackte? Da. Gegner suchen. Nee, ich verstehe jetzt nicht, warum sind die hier auf der Insel immer alle nackt? So. Der hat nix. Von wo hat der mich gesehen? Da ist sogar noch eine nackte Frau. Tut mir leid, aber die müssen wir auch erledigen. Und das nennt ihr einen Kampf. Na, jetzt ernsthaft, warum sind die alle nackig? Ich werd mit YouTube richtig dicke Probleme haben. Und dann muss die sich auch noch so rumdrehen, natürlich. So. Hat nix. Das wären ein paar sehr, sehr schlimme Folgen, die ich hier auf Solstheim verbringe. Das sind nur Wölfe, okay. Ich versuche jetzt dann lieber, wenn es möglich ist, den Nackten lieber erstmal auszuweichen. So, warte mal, was haben wir da? So ist ein Brodia Grove. Hier irgendwo? Oder ist das da, das? Brodia Grove, das ist es. Gibt's hier irgendwie was? Warte mal, wie spät haben wir es? 7 Uhr abends. Aber komm, machen wir bis geheilt. Und rasten. Nochmal 9 Stunden. Da ist ein Wolf. Ah, da. Da ist die Höhle. Wo ich rein will. Ulfgas endlosen behalten. Der ist mir jetzt nicht feindlich gesinnt, hä? Ich speichere vielleicht vorher. Auf die 5. Ulfgar der Endlose. Eure Gesellschaft gewählt. Ihr ehrt. Ein Besucher. Ich hatte schon lange keinen Besuch mehr. Fürchte, ich habe einen Gast nicht allzu viel zu bieten. Es sei denn, ihr wollt euch die traurige Fabel eines Barbaren anhören. Traurige Fabel? Ich kam mit 4 meiner Waffenbrüder nach Solstheim. Wir waren auf der Suche, wir waren der Antwort schon nah. Wir konnten es spüren, aber dann übte einer von uns, ein mächtiger Hexenmeister namens Grimkel, Verrat an uns anderen. Er lauerte uns mit mächtiger Magie aus dem Hinterhalt auf. Mir gelang es, Grimkel zu töten. Ab zuvor hatte er schon meine 3 Gefährten zu Stein verbannt.
Ihr habt sie vielleicht schon gesehen. Die drei Menhire von Broderhain. Nicht weit von hier. Broderhain? Im Broderhain war es, wo uns Grimkell überfiel. Meine Freunde wurden auf der Stelle zu Stein und dort sind sie noch heute. Ein Denkmal des Verrats. Auch ich ward von dem Zauber betroffen, meinte aber, er habe nicht gewirkt. Ich hatte mich geirrt. Anstatt mich zu töten wie meine Freunde, verzauberte mich Grimkell in lebenden Stein. All dies hat sich tatsächlich zugetragen. Vor 500 Jahren, seitdem bin ich hier und ich werde so lange hier bleiben, bis ich den Eingang von Sovngarde gefunden habe. So. Warte, Sovngarde wollte ich noch. Sovngarde heißt die Festung, die Shor, der Gott der Unterwelt, als Geschenk für die tapferen Helden erriet hat. Man sagt, dass ein Nord auf ewig in Sovngarde mit Met gefüllten Hallen verweilen kann, wenn er den verborgenen Eingang findet. Das ist unsere Mission. Darum hat uns Grimkell verraten und wollte uns alle zu Steinen verwandeln. Er wollte seinen eigenen magischen Eingang zu Sovngarde haben. Und nun ist Grimkell tot, genau wie meine Freunde. Und ich habe in unsere Aufgabe versagt. Eure Aufgabe? Versteht ihr denn nicht? 500 Jahre lang habe ich den Eingang von Sovngarde gesucht, im ganzen Kaiserreich. Aber vergeblich. Einst dienten meine Freunde und ich Iskramor. Wir gehörten zu seinen 500 Gefährten. Ah, er gehörte zu Iskramor. Wir waren es, die die Elfen aus Himmelsrand vertrieben. Wir haben uns unseren Platz in Sovngarde verdient. Falls ihr auf euren Reisen den Eingang von Sovngarde finden solltet, so lasst es mich wissen und ich werde euch auf ewig dankbar sein. Ich habe es versucht und bin gescheitert. Können wir hier Sovngarde auch betreten? Okay, hier sind die Klinge. So. Machen wir die auch noch alle platt. Da lebt ja immer noch. Vielleicht hier drinnen der Eingang von nach Sovngarde? Nope. Schloss 70, Schloss 50. Beide noch 7 Mal. Der ist aufgeschlossen. Und der ist aufgeschlossen. Perfekt. So. 7. Und der hat nur noch 5 Mal. Die nehmen wir. Stahlbolzen, Nordpanzer, exklusiver Genesungshand, Häckselblatt, Salzreis. Okay. So. Ich hoffe, den finden wir wieder. So, mal gucken. Aber wirklich, ich hoffe, den finden wir wieder. So, und ich muss eine kleine Unterbrechung machen. Bin sofort wieder da. So, und da bin ich wieder. Ja, da war gerade eine Nachricht, die ging ganz wichtig war. So, und das waren jetzt die Freunde von Ulfgard. Elendris Stein. Nikolas Stein. Hunrors Stein. Wessen Stein ist das? Niemandes. Okay. So, wir hatten aber auch einen Journaleintrag. Ich habe Ulfgar den Endlosen getroffen und er erzählte mir seine traurige Geschichte. Er und seine 4 Gefährten kamen nach Solstheim, weil sie hier nach etwas suchten. Einer der 5, ein Hexenmeister namens Grimkell, übte Verrat an Ulfgar und den anderen Ulfgar tötete Grimkell, aber die anderen 3 Gefährten wurden zu Stein. Sie sind die Menhire in Rodirhai. 500 Jahre lang hat Ulfgar ohne Erfolg nach dem Eingang von Sovngarde gesucht, der mythischen Festung, in der tapfere Nord ewiges Leben findet. Er betrachtet seine Suche als gescheitert und wird für immer in meiner Schuld stehen, wenn ich den Eingang für ihn finden kann. Jo, ist jetzt nur die Frage, wo das ist. So. Aber ich will hier noch ein bisschen weiter erkunden. Das ist vor allem alles noch wildes Land. Hier ist noch nichts bebaut.
Okay, wenigstens nur zwei Klingen. So. Ja, steh wieder auf, natürlich. So. Ich bin aber der Meinung, wenn Zweiglinge hier drei Leben haben, dann sollten Khajiit auch sieben Leben bekommen, meine ich, oder nicht? Dann sollen die auch insgesamt siebenmal aufstehen. So. Da haben wir wieder einen Zweigling. Und hier ist wieder Schnee. Was haben wir hier? Hä? Ist das schon doch so viele Tage her? Falco, seid gegrüßt, Maxius. Was führt euch hierher? Ist das euer derzeitiger Auftrag? Auftrag? Tut mir leid, aber alle Aufträge müssen von Canius kommen. Ihr solltet besser zu ihm. Anteilsschein. Geht zu Canius, um den Tausch zu vollziehen. Er ist der Einzige, der dazu in der Lage ist. Hauptmann Canius. Er ist offensichtlich auf der Eisfalterfestung. Jemand bestimmte? Hier gibt es nur mich und die Kolonisten. Noch vier? Ich bin froh, dass ihr sie alle zu Canius geschafft habt. Je reibungsloser die Angelegenheit vonstatten gehen, umso weniger Ärger kriege ich mit ihm. Rabenfels. Es könnte zu etwas wahrlich Großem werden, Max Deus. Sowohl für das Kaiserreich als auch für uns. Lasst uns alles daran setzen, dass es unsere Erwartungen erfüllen wird. Wie es? Soweit ich weiß, ist es ein Ort, an dem die Nord sich versammeln. Nordöstlich von hier, glaube ich. Allerdings bin ich der Meinung, dass man die hiesigen Kulturen am besten in Frieden lässt. Schließlich wollen wir keinen Staub aufwirbeln. Nun, schlimmer kann's wohl nicht werden. Oder vielleicht auch. Mineneingang, Rabenfels. Wir bauen das mit auf. Sprecht nur. Ich höre euch zu. Wir bauen Rabenfels mit auf. Boah, wie geil. Hier alles Baustelle. Aber das wird noch so eine richtige kaiserliche Stadt. Wie das aussieht. Und nicht, was Rabenfels später in Skyrim sein wird. So eine Dunmer-Stadt. Und das geht dann bis da hinten hindurch. Hügelgrab. Das verschlossen ist. Ah, okay, jetzt hat's gefunzt. So, ich will da rein. Was war denn das für ein Zauber? Nein, der falsche. Wo ist denn das? Irgendwo hier, Infravision, das wollte ich. Da sind Tote. Was ist mit denen passiert? Jetzt ernsthaft, was ist mit denen passiert? Leiche eines Abenteurers. Was hat er denn da? Dämonischer Streitkolben. Dietrich eines Meisters, nehmen wir mit. Sonde eines Großmeisters, nehmen wir mit. Sonde? Ne, den nicht. Den Dietrich lassen wir hier. Silberflammenaxt. Stahlrim. Sonst gibt's hier nichts. Diese Dinger sind alle Stahlrim hier aufkommen. Thank you.
die schon wieder? Ja, die müssen immer dreimal drauf, wirklich. So. Wie sehr die von der Natur geschützt werden. Okay, die sind eins mit der Natur. Das muss man auch sagen. Moment mal. Wird das nicht später hier diese eine dieser Säulen, die gemeißelt werden von Mirak? Ja, jetzt trifft mal den Wolf. Jetzt trifft den Wolf. Okay, ich will jetzt erstmal den Fokus darauf setzen, hier Rabenfels aufzubauen. Hauptquest hin oder her, Rabenfels will ich aufgebaut haben. Das ist mir gerade irgendwie wichtiger. So, stirb Eisbär. So, Schneebär, kein Eisbär. Ach, und die auch jetzt. So, die ist ja richtig zeitaufwendig. So, einmal noch. Dann haben wir sie. So, ich will mir das jetzt auch noch hier einmal komplett ansehen, wirklich. Was gibt's denn hier alles zu entdecken? Das ist aber noch alles wirklich rohe Natur hier. Also Solstheim wird jetzt erst. Also besiedelt, kann man sagen. Was haben wir denn da? Noch ein wie heißen die nochmal? Hügelgrab. Okay, erstmal mit einer Sonde. Anwendungen habe ich hiermit noch zwei. Fall entschärft, aber die Sonde ist hinüber. So. Ich sehe sie mir alle an. So, was gibt's denn hier? Feuerbisskeule, Feuerbissstreitaxt, linker Wolfshandschuh, nehme ich auch mal mit. Rechte Wolfsschulterplatte. Die Wolfsdinger nehme ich mal mit. Hier ist auch so viel Stahl drin. Was ist das? Blutskal? Ich glaube, ich habe ein Artefakt gefunden. Ja, komm! So, einfach draufhauen.
Okay, dessen Schild ist hinüber. So. 413 Kilo. Und schade, dass ich wirklich das Stahlrohr nicht einsammeln kann. Womit kann ich das hier einsammeln? Und wo waren die Kisten? So, warte mal, wie sieht denn das aus? Ah, ich würde vielleicht doch erstmal, oder dänische Blutskull. Warte, ich wollte jetzt, den hier. Na, ja, das war ein Dietrich, ja? Ich wollte die Sonde. Und dann jetzt den Dietrich. So, irgendwann haben wir's. So, was haben wir hier? Ring der Erschöpfung, außer entziehen. Standard Genesungstrank. Ah, komm. Machen wir mal. Hier im Braten. So, einmal alles wieder reparieren. So, dann haben wir hier noch. So, dann kann der Hammer wieder zurück. Und das Katana wieder ausgerüstet werden. Dann können wir hier auch wieder gehen. Jetzt haben wir ein neues Schwert wieder mal. Alter! Was ist denn das denn? Die sind auch richtig schnell. Was ist das? Ein Drauge. Wo kommen die denn her? So, warte mal. Die stecken da fest. Ein Zauberschild geschlagen. Alter. Die haben mich jetzt erschrocken, die Drauge. Was haben die hier? Grabteer. Jetzt hören Sie, wo kamen die denn her? Sind hier draußen jetzt auch welche? Wieder so ein Zweigling. So, ich gehe noch ein bisschen weiter Richtung Norden. Einfach um zu gucken. Der hat mich entdeckt, ne? Ja. So. Natürlich kommt hier wieder der nächste. Okay, hier kommt jetzt ein Schneesturm. Dann haben wir wieder so ein Ding. Hügelgrab. Hat es auch einen Eingang? In den vier Ebenen. Achso, da kommen jetzt nochmal zwei. Verdammt.
Und nein! Oh. Warum kommen hier auf einmal diese Eber und die nackte Frau? Okay, die ergreifen Flucht, dann geh. Ne, jetzt will die angreifen? Ernsthaft? Frierst du dir nicht den Arsch ab hier? Es wütet ein Schneesturm und du läufst hier nackt rum. So, hat die irgendwas? Nö. Jolge hier, Hügelgrab. Ich würde vielleicht einmal rasten, bis geheilt, bis vollständig alles. So. Und ein Rauger wieder. Alter, die sind ja richtig schnell. Die sehen hier aber auch... Ich finde, hier sehen die gruseliger aus als in Skyrim. Was haben wir denn da? Untergang des Schneeprinzen. Was haben wir hier? Alte Stahlstiefel. Alte Stahlschulterplatte. Alte Stahlkürass. Speer des Schneeprinzen. Haben wir hier ein Haus? Oder können wir hier ein Haus bekommen? Ich würde gerne irgendwo lagern wollen. Dann müssen wir hier auf jeden Fall nochmal wiederkommen. So, aber dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus, und den Rest erleben wir in der nächsten Folge. Ciao!